Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 93. Folge von Janas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich wollte euch zeigen, was ich jetzt in der jetzt nicht mehr ganz so langen Zeit, also für mich ist es eigentlich jetzt auch schon sehr bald nach dem letzten Video, obwohl ich glaube, dass ja auch schon wieder ein bisschen Zeit dahin gegangen ist. Aber ich habe nicht so viel Verschiedenes zu zeigen, eigentlich hauptsächlich mehr Socken. Aber da ich ein paar davon euch nicht mehr zeigen kann, da ich das morgen weggebe, wollte ich es euch noch zeigen, bevor es nicht mehr da ist. Sonst finde ich das immer doof, wenn ich euch erzähle, ja, ich habe gemacht und gemacht, aber kann euch das dann eigentlich gar nicht mehr zeigen. Ja, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie lang die Folge wird. Mal gucken. So, und zwar habe ich als erstes, nachdem ich das Video letztes Mal gemacht habe, mich gleich an meinen Schrank begeben und habe dann ja nochmal die Schafwollreste rausgesucht, wo ich gesagt hatte, das reicht bestimmt nochmal für ein Paar. So, und das Paar ist fertig. Und das habe ich wieder in dieser Gumbo-Methode gemacht, um diese Farbunterschiede, die in der Schafwolle drin sind, auszugleichen. Da sieht man, die eine, die ist halt, die Ferse habe ich dann nur mit einer Art gemacht. Da sieht man, dass sie sehr dunkel ist und die andere, die wäre sehr hell gewesen. Und da sieht man, der andere Rest, der war nicht ganz so dunkel. Also alles in allem sehen sie sehr harmonisch zusammen aus, finde ich. Genau. Das ist eine kleine 38-39. Und damit ist, bis auf so ein Fusselchen, ist damit jetzt die Schafwolle jetzt erstmal fertig. Und ob ich da jetzt nochmal was nach habe, also von... Ist ja handgesponnen, ne? Also das war jetzt dann sozusagen der letzte Rest vom Schützenfest. Genau, so, und dann hatte ich euch letztes Mal, glaube ich, den Einmalachitsocken von der Schoppelhanf Admiral schon in die Kamera gehalten und der hat jetzt ein Brüderchen gekriegt. Und ja. Ja, ist Uni-Sockenwolle, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Habe ich euch letztes Mal ja schon erzählt, wie ich die stricke. Ganz stinknormale Socken. Ja. Und hier sieht man halt auch wieder den Hanf da so raus. Gucken, da. Ja. Ja, die sind auch fertig geworden. Das war eine 4041, genau. Und die Farbe zeige ich euch auch noch einmal. Das ist die Malachit. Ja, die sind auch fertig. Genau. So, und dann habe ich noch etwas Fertiges. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, nachdem ich die Jubiläumssocken gemacht hatte, dass ich noch zwei kleine Reste, oh, jetzt kommt die Sonne wieder, noch zwei kleine Reste hatte. Und die habe ich jetzt auch verstrickt zu einem Paar. Es ist auch nochmal eine 38, 39. Das ist das, ich habe die zusammengewickelt, was ich von zwei Zauberbällen jetzt über habe. Da kann man jetzt natürlich vielleicht auch nochmal ein paar Babysocken. Also für Babysocken veranschlage ich so 14, 15 Gramm. Und wenn das wiegt, dann kann man da nochmal Babysocken draus machen. Gleich werden die auf gar keinen Fall. Dafür sind die Verläufe bei den Zauberbällen zu lang. So. Das hier sind jetzt, also hier war ich letztes Mal bei der ersten Socke, ja, direkt kurz vor der Ferse. Und das sind die Socken jetzt geworden. Einmal die und das ist die zweite. Und wenn man ganz genau hinsieht, Zauberbälle werden ja nie gleich. Ne? Also das kann man sich abschminken. Ich habe ja hier oben ganz anders angefangen, aber man sieht schon, dass so eine Grundidee doch erhalten geblieben ist. Also, ja, die sehen sich relativ ähnlich, auch wenn sie nicht ganz gleich sind. Aber man sieht, dass sie zusammengehören. Das kann ja auch manchmal ganz in die Box gehen. Dann hat man eine Socke, die ist irgendwie altrosa und die andere Socke ist irgendwie braun. Habe ich schon gehabt. Also, ja, kann man halt Pech haben, aber wenn man das mag oder
oder auch provozieren möchte, dann ist das ja für, oder wenn man, wie soll ich das sagen, wenn das eine Vorliebe von jemandem ist, der gerne unterschiedliche und bunte Sachen hat, dann ist es ja genau das Richtige. Manche mögen das ja gar nicht, wollen ja nur ganz gleich haben. Also von daher. Ja, genau. So, das waren die Socken. Da kann ich euch nur noch sagen, wie die Farbe hieß. Die heißt Jubiläumsparty von Crazy Zauberball Schoppel. Genau. Und ja, die Banderolen habe ich schon nicht mehr. Ja, was habe ich denn noch? Ah ja, eine fertige Sache habe ich noch. Und dann zeige ich euch noch, was ich angefangen habe. Nach dem letzten Video habe ich dieses Garn angeschlagen. Das ist jetzt nicht mehr so aussagekräftig. Das sind auch gefärbt, handgefärbt auf der Schoppel Admiral. Ich glaube, das ist die normale. Allerdings ist das die, wo das Polyamid biologisch abbaubar ist. So. Und zwar ist das über. Da habe ich falsch gewickelt. Das waren so zwei Stränge. Den einen hatte ich irgendwie so rum aufgewickelt, den anderen so. Das heißt, ich habe den einen aus der Mitte und den anderen von außen verstrickt. Und jetzt habe ich die Reste so ineinander gesteckt. Ergibt dann irgendwie nochmal so ein kleines Wölkchen. Da muss ich jetzt nicht nochmal groß wickeln. So, und zwar war die Sockenwolle handgefärbt von der kleinen Handspinnerei, die jetzt allerdings leider zum Ende des Jahres aufhört. Ja, es ist sehr schade, aber irgendwann muss man ja auch mal in Rente gehen. Ja, naja, gut, aber da wir ja befreundet sind, bietet sich vielleicht noch an der Quelle, ne? Und vielleicht hat sie ja noch mal den einen oder anderen Rest. So, ja, dadurch, dass das so eine Paarfärbung ist, werden die Socken auch relativ gleich, trotz Handfärbung. Und das finde ich ja mal eine Wahnsinnsfärbung. Also hier oben ging das so an, so mit Lila und so grünlichem Türkisblau und Weiß und Beerentöne und ein bisschen Orange und dann wurde es immer heller und dann ging es über in so ein Grau und die anderen Farben sind so nach und nach verschwunden. Und vor allem an der Spitze ist das interessant. Nach der ersten Abnahme haben sich die Farben so gepoolt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das hier ist ein ganz, ganz helles Blau und das hier ist ein ganz, ganz helles Grau, Gelb, Orange. Und auf der anderen Seite sieht aus so ein bisschen wie einmal durch den Tuschkasten. Und wenn man den Tuschkasten einmal so abgetupft hätte. Bei der anderen Socke hat das leider nicht ganz hingehauen. Da sieht das ein bisschen verschliert aus. Aber ich finde das total witzig. Genau da, wo die, die Socke anfängt, die Spitze anfängt, macht die so lustige Muster. Ja, habe ich, als es gewickelt war, nicht erwartet, dass das so wird. Muss ich sagen, finde ich sehr schön. Ist auch eine 42, 43, ganz normale Stino. Ja, genau. So, ja, das waren die fertigen Sachen. Und dann habe ich natürlich auch wieder Sachen angefangen. So, damit das nicht alles hier runterpurzelt. Und zwar zeige ich euch jetzt nochmal, ich habe nämlich von den, von diesem Paarfärbung, Moment, habe ich nämlich noch zwei Knäule. Ich hatte die schon gewickelt und habe dann, damit ich die nicht verliere, mit so einem Faden durch die Mitte zusammengebunden, damit die auch ein Paar bleiben in meinem Schrank. Weil das Problem ist, wenn ich Stränge da liegen habe, ich will etwas bald anschlagen, dann darf das, dann muss ich das wickeln, weil sonst schlage ich es irgendwie nie an, weil das Haspeln bzw. auf Knäuel wickeln, man muss dann die Haspel rausholen, dann muss man den Wickler noch holen, dann braucht man auch Platz, damit dieser große Schirm, dann je nachdem, was man auch für eine Rolle wickelt, zum Beispiel jetzt die Schafwolle, dann hat man auch überall so kleine Schafwollhärchen rumfliegen. Und ja, da ist es doch einfacher, ein fertig gewickeltes Knäuel aus dem Schrank zu holen. So, und dann macht man sich vielleicht irgendwann mal die Mühe und wickelt ein paar Stränge auf einmal. Und das habe ich halt mit diesen Paarwicklungen gemacht. So, und die sind so rostrot-braun gefärbt. Ja, und innen drinne
ist dieser Brauntouch erhalten und dann irgendwie so ein bisschen mit Grün und... Naja, ich lasse mich überraschen. Ich gucke da jetzt gar nicht mehr groß rein. Ich stricke die jetzt auch als Dinos. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich noch so ein bisschen Wolle habe, die ich als Dino stricken will. Da habe ich jetzt nur Bündchen angefangen. Ja. Das ist auch so eine Sache, so dieses Anschlagen. Wenn die Anschlagkante erledigt ist, dann fluppt das. So, das wird mein nächstes Projekt. Das hat schon einen Beutel. Und genau, das ist auch eben auf dieser Paarfärbung. Ja, ich habe noch einen dritten Strang davon gehabt und den möchte ich auch noch verstricken und dann werde ich mal schauen, wenn die Reste noch so einigermaßen was hergeben, vielleicht dann irgendwie mit Gumgum noch, weil ich glaube, hier in diesem hier ist ja auch dieses Orange-Braun da irgendwie drinnen, das könnte vielleicht auch zusammenpassen. Sind ja recht ähnliche Töne. Genau. Ja, dann natürlich müssen auch noch Schafwollsocken sein. Ich habe ja noch ein bisschen gefärbte Schafwolle. Die knallt. Ja, das ist auch ein schönes knalliges Blau. Es ist nicht ganz durchgefärbt. Hier sieht man da, wo die Wolle abgebunden war. Da hat sie weiße Tupfer, aber das macht gar nichts. Das gibt nachher einen schönen Touch. Ja. Es ist relativ dick. Ich stricke die Socken dadurch auf Vierernadel und ich bin da jetzt auch noch nicht so bombig weit mit, also 25 rein, erster Schaft, ne? So, aber man sieht ein bisschen, wie die Wolle meliert ist. Das war mal weiße Schafwolle, ne? Also diese naturweiß Schafwolle, vielleicht irgendwie, vom Anfassen her würde ich sagen milchscharf, also es ist jetzt nicht... Ja, es ist nicht kuschelig und sie ist auch nicht so geschmeidig wie die Pommersche. Sie ist ein bisschen sperriger, was man auch am Maschenbild sieht. Na, das ist sehr texturiert. Aber man sieht, was da für eine Elastizität drin ist. Da brauchen wir bei meinem Pullover von der Merino gar nicht drüber zu sprechen. Da mache ich einmal so und dann bleibt das Ding auch so. Naja. Also das ist auch ein Grund, warum ich diese Schafwolle so gerne mag, weil die einfach so eine wahnsinnig schöne Elastizität hat und auch immer wieder gerne zurückgeht. Ja, die werden natürlich sehr wuchtig, die Socken, haben auch keine Priorität. Das ist immer, wenn ich mal keine Lust habe auf Zahnstoff. So, und jetzt rückt ja auch Ostern mit großen Schritten näher. Und da habe ich überlegt, dass ich meinem Mann ins Osternest Socken aus dieser Wolle mache. Das sieht doch mal aus wie Osterhier, ne? Richtig schön quietschebunt. Hatte er sich ja auch ausgesucht. Und dann dachte ich, Ostern ist der perfekte Zeitpunkt, um das umzusetzen. Ich hatte schon angefangen, da die Wellesley-Socken draus zu stricken. Das ist im Prinzip eine Socke ohne Bündchen. Die startet gleich mit kleinen Zöpfen und die Zöpfe gehen einfach ganz durch. Das ist ganz schlicht Rippenmuster mit kleinen 2-2er-Zöpfen. Aber irgendwie, obwohl ich gedacht habe, mit so geblockstreifter Sockenwolle würde das gut rauskommen, die Wolle frisst das Muster komplett. Also selbst beim Stricken sieht man nur mit Mühe und Not, dass da Zöpfe sind. Und da habe ich gedacht, das ist die Arbeit nicht wert. Dann mache ich da was anderes draus. Und ich hatte damals, als ich für mich Socken gestrickt habe, mal nach so einer blockartigen Färbung gesucht, so gestreifter Färbung, weil ich ein Muster hatte mit Hebemaschen, was da besonders für geeignet ist, damit man die Hebemaschen so schön sieht. Wenn das zu wilde Färbungen sind, dann sieht man die Hebemaschen nicht mehr so gut. Und zwar ist das Gänsefüßchen-Sockenmuster von der Petra Lehmann. Und ich habe mir ja selber... Oh, ich habe die sogar an. Moment. Finde ich ja immer ein bisschen unappetitlich. Ja, meine Haxe kriege ich jetzt nicht so weit hoch. Das will ich euch nicht antun, wie das jetzt aussieht. So, aber ich zeige euch mal das Muster. Ja, wie gesagt, die Socke ist jetzt schon ein bisschen länger getragen. Na, die ist jetzt... Ich habe das in meinen Aufzeichnungen auch gar nicht gefunden, wann ich die gemacht habe.
ist jetzt vielleicht schon fast 2 Jahre her, so sieht das Muster aus. Ne? Also man sieht, hier werden so Rippen gestrickt und dann werden hier die Hebemaschen so drüber gezogen. Genau. Er ist natürlich jetzt schon ein bisschen ausgeleitet, als ihr angezogen habt. So. Jetzt wollt ihr aber die Socken sehen, die für meinen Mann sind. Da seht ihr das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Da habe ich jetzt, wie gesagt, diese einen Socken wieder aufgemacht und habe das Muster jetzt angeschlagen. Ist auch fast ein Musterrapport. Jetzt kommt im Prinzip jetzt nochmal lila und dann wieder rot. Und dann habe ich einmal einen Farbrapport zusammen. Genau. Und da sieht man, ne, hier werden dann glatt gestrickt. Hier diese Krausrippe und dann die Hebemaschen gehen dann über 3 rein. Genau. Ein kleiner Tipp, damit sich die Socke nicht in der Länge so staucht, weil die Hebemaschen ziehen das ja gerne dann zusammen, dass man in der letzten Runde rechts hier die Masche, die die Hebemasche werden soll in der nächsten Reihe, dass man die schon sehr groß strickt. Also dass man die Zwischenmaschen strickt und dann die Masche, die die Hebemasche wird, einmal ganz lang zieht. Dass man da so richtig so eine übertriebene Bewegung macht und dann mit dem Zeigefinger den Faden festhält. Dass der nicht wieder, wenn man jetzt in die nächste Masche zieht, mit der Masche sticht, dass der Faden dadurch dann wieder kleiner wird, also wieder zurückgezogen wird. Also dass man den richtig verriegelt, festhält und dann die nächste Masche strickt, dann bleibt die auch groß. So, und dann kann man die auch sehr schön über 3 Reihen hochheben, ohne dass das dann wie so eine Biese zusammengestaucht wird. Weil das passiert ja immer sehr schnell bei Hebemaschenmustern. Und dann vor allem eben auch oben auf dem Fuß, wenn man das dann weiterlaufen lässt, dann ist der Fuß oben so kurz, unten die Sohle ist dann noch so lang, dann kriegt die so eine Bananenform. Und wenn man das nicht gerne möchte, dann kann man diese Hebemaschen halt wirklich auch sehr lang machen. Seht ihr das? Die ist nicht trotzdem ganz kurz und dann so gestaucht, sondern die liegt ganz schön locker über diesen 2 Krausrippen. Da. Ja. Genau. Und das zuppelt sich dann auch ein bisschen zurecht, nach rechts und links, sodass das... Ja, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn man so viele Reihen überspringt und die Masche nicht lang genug gezogen hat, das Material dafür muss ja irgendwo herkommen. Dann neigen die Nachbarmaschen dazu, dann sehr klein und eng zu werden. Und dann passiert das eben auch nicht, wenn man die ein bisschen vorgezogen hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel 3 Reihen glatt rechts strickt, dann macht man in der dritten Runde schon immer die zukünftige Hebemasche größer. Und dann kann man in der richtigen Musterrunde die Masche ganz normal hochziehen, wie lange wie man sie beieinander braucht. Es gibt ja auch solche Muster, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ach wie gut, dass niemand weiß oder so heißt das Muster, das hatte ich ja auch gestrickt. Da wurde ja im Prinzip so eine Hebemasche verzopft und die war dann ja auch so lang und die musste dann auch so quer rüber verzopft werden halt. Und wenn man die nicht in der ersten Runde auch so extrem lang gezogen hat, dann kriegte man diese Verzopfung gar nicht hin. Ne? Dann legte sie sich nicht so schön vorne drauf und dann war das ein ganz furchtbarer Akt. Also bei Hebemaschenmustern ein Tipp, langziehen. Ne? Nicht so, dass man drin hängen bleibt, sondern so, dass es sich vernünftig drauflegt aufs Gestrick. Genau, achso, die Wolle habe ich euch jetzt ja gezeigt, aber das ist eine Opalsockenwolle aus dem Opal-Abo. Ich habe auch, glaube ich, die Banderole hier. Und zwar war das aus dem Dezember 21. Ja. Als wenn sie schon gesagt haben, da können die Leute Ostersocken draus stricken. Genau, so. Das war's schon, mehr habe ich nicht. Das Opal-Abo ist auch noch nicht gekommen. Das soll jetzt am 29. bei mir verschickt werden, heißt es. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau. Apropos Überraschung, ich fand das ganz interessant, als ich das letzte Mal bei YouTube reingeguckt habe jetzt, haben sie mir erzählt, dass mein Kanal Geburtstag hat.
Ja, da muss ich dann gleich mal nachgucken, in welchem Jahr ich das erste Mal aufgenommen habe. Also es muss vor 2019 gewesen sein. Also ich denke, vielleicht ist es schon 5 Jahre. Kann sein, 4, 5 Jahre könnte hinkommen, ne? Ja, die Zeit, die rast dahin. Aber wer hätte das gedacht, ne? Dass ich das überhaupt so lange mache. Ohne euch, die ihr immer so fleißig guckt, hätte ich wahrscheinlich auch schon längst aufgehört. Also ein ganz großes Dankeschön. Ja, so geht das dahin. So, ihr Lieben, also ich habe heute noch ein bisschen was vor. Mein Dritter hat heute Geburtstag. Auch schon schlanke 17. Ja, wir wachsen wie Unkraut, was soll man sagen? Naja, er hat sich halt noch Gulasch gewünscht zum Mittagessen. Das werde ich ihm jetzt machen. Und ein Biskuitboden wollte ich auch noch backen. Für seinen Kuchen, den er sich gewünscht hat. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir den Tag heute noch rumkriegen. Der arme Kerl, der musste diese Woche 3 Arbeiten schreiben. Ja, die wollen halt immer alle vor Ostern noch alles fertig haben, damit sie in den Ferien korrigieren können. Und dann, ja, dann müssen die Kinder dann halt durch, ne? Dann ist das nochmal eine ruppige Woche. Gerade am Geburtstag ist ja auch blöd, ne? Erdkunde. Ja, ist nicht so mein Fall gewesen als Kind. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, also ihr Lieben, dann sehen wir uns vielleicht bald wieder, spätestens wenn ich meine Socken fertig habe, weil ich die ja auch wieder verschenken will. Also passt gut auf euch auf, wenn ihr auch schon Ferien jetzt kriegt. Wir kriegen jetzt morgens der letzte Schultag bei uns. Das heißt, wir haben dann auch jetzt Ferien und vielleicht ihr ja auch. Und dann könnt ihr die freien Tage ein bisschen genießen. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Frühlingswetter. Und ja, also passt auf euch auf, habt viel Spaß und lasst die Nadeln klappern. Tschüss!